Hey Freunde, herzlich willkommen mal wieder zurück zu einer neuen Folge Mario Kart 8 Online. Ja Leute, das wöchentliche Portionchen erreicht euch hoffentlich noch pünktlich, denn ich nehme das jetzt gerade schon ziemlich spät abends auf. Das heißt ziemlich spät abends, ist gerade 18.14 Uhr oder so. 18.54 Uhr. Oh. Ja gut, ich glaube, die erreicht euch nicht mal pünktlich. Egal, sind ja Ferien, ne? Dann kann man sich ja schon mal so was erlauben. Ja, Leute, was kann ich jetzt schon mal von weg sagen? Also es wird auf jeden Fall eine kürzere Folge werden, denn ich habe jetzt nicht so viele Themen, die anzusprechen sind. Und außerdem, ja, ich sag mal so, ne, ich will ja noch, dass das Video euch pünktlich erreicht und deswegen, das schaffe ich einfach nicht mehr zeitlich, wenn ich das jetzt irgendwie 22 Minuten lang mache. Deswegen starten wir direkt rein ins erste Thema, und zwar ist es etwas Persönlicheres. Und zwar, ich hätte gerne mal wieder Lust auf ein bisschen Abwechslung. Ich mache ja jetzt Let's Plays seit 3 Jahren, zwar nicht auf diesem Kanal nur, aber Let's Plays mache ich tatsächlich schon seit 3 Jahren. Und das, ja, mit Pausen, aber trotzdem relativ regelmäßig. Trotzdem, ja, finde ich, dass ich mal ein bisschen Abwechslung brauche, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich verstehe einfach nicht, wieso, manchmal langweilig ist beim Let's Playen, aber jetzt weiß ich es nämlich, denn ich brauche echt mal ein bisschen Abwechslung. Ich habe leider jetzt nicht genau, ich weiß jetzt nicht genau, was ich will auf jeden Fall bei YouTube bleiben, allerdings weiß ich nicht genau, mit was ich jetzt weitermachen soll. Deswegen wollte ich euch fragen, ob ihr mir vielleicht was vorschlagen könnt, was ich jetzt mal auf YouTube machen kann, worauf ihr auch Bock hättet. Weil, ich habe ja schon mal versucht, eine andere Richtung von Let's Plays einzuschlagen. Habe ich halt RPG. Und das kommt nicht so gut an. Habe ich auch überhaupt nicht erwartet. Also, dass RPG bei einem Nintendo-orientierten Kanal gut ankommt, ist auch leider was Seltenes. Ja, das Problem ist halt bei RPGs, dass man manchmal denkt, muss das sein? Aber, Leute, es ist nicht schlimm. Ich werde das Projekt immer noch beenden, weil ich darin auch so Spaß hätte. Trotz, auch wenn es jetzt nicht gut ankommt, aber ja, ich hoffe mal, ihr könnt wirklich nochmal euch Zeit nehmen und mal in die Parts reingucken, weil ich gebe mir mit den Parts auch relativ viel Mühe, ich werde da in Zukunft, beziehungsweise habe ich jetzt schon immer gemacht, eine kleine Vorschau, quasi ein kleines Intro, wo ich den Inhalt des letzten Parts zusammenfasse, kurz und knackig. Und das ist halt wirklich sehr, 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 sehr aufwendig und es macht mir persönlich sehr, sehr, sehr viel Spaß, weil ich so einen Aufwand einfach liebe oder so ein geiles Video hochladen kann. Das ist einfach irgendwie ein Glücksgefühl, das ist einfach mega nice. Und deswegen, keine Ahnung, will ich halt wirklich auch gerne, ich will wirklich gerne, dass das Video, dass die Videos gut ankommen. Aber ja, man kann ja nicht alles erwarten, ne? Ja, und ja, das hat mich auf jeden Fall auch so ein bisschen traurig gemacht. Was heißt traurig, macht mir das nicht, aber ich meine, das ist halt ein bisschen blöd, weil die Videos mit dem meisten Aufwand kommen nicht gut an und das ist meistens immer so ein bisschen deprimierend. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht schlimm. Also wenn ihr keinen Bock auf das Let's Play habt, dann guckt es bitte nicht. Ja, ich will euch hier bitte keinen Zwang antun. Ich mache es immer noch zum Spaß hier. Und wenn ich keinen Bock mehr auf irgendwas habe, dann mache ich das so, wie ich es möchte. Auf diesem Kanal zumindest, also ja, das dazu ist jetzt kein so nettes Thema, um anzufangen, ich weiß, aber ich dachte mal, das muss ich mir jetzt mal von den Rippen reden, oder von den, nee, wie sagt man das so? Ach, keine Ahnung. So, wie gesagt, also ich würde jetzt einfach so spontan sagen, dass das eines der noch ausschlaggebenden Themen war. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema, weil das Thema, wie gesagt, war wirklich nicht kurz. Es hat 5 Minuten gedauert jetzt, ne? Also jetzt kommen wir auf jeden Fall zum zweiten Thema. Und das Thema
Hab mich in letzter Zeit sehr, 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 sehr häufig beschäftigt. Und zwar wollte ich einfach mit euch mal über die Nacht reden. Und so sieht's aus. Ich bin ein absoluter Nachtmensch. Ich verbringe die halbe Zeit in der Nacht und schlafe recht lange und verpenne den halben Tag, die halbe erste Hälfte des Tages quasi. Viele Leute werden mich jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, aber tatsächlich in den Ferien ist mir das mal so aufgefallen, ich penne durch bis 14 Uhr. Also, das ist mir echt jetzt aufgefallen, also nicht immer bis 14 Uhr, das ist auch nicht sonderlich gesund, wenn man so lange schläft. Aber ich gehe um 4 Uhr ans Bett und ja, ich weiß nicht. Es ist nicht gesund, ich weiß, aber irgendwie, keine Ahnung, habe ich mir das schon so angewohnt, in den Wochenenden noch immer so lange aufzubleiben. Ja, und das ist eigentlich nicht gut. Aber ich mache es trotzdem, weil ich einfach ein absoluter Nachtmensch bin. Ich bin dann einfach eine Nachteule. Also ich fühle, also ich, keine Ahnung, in der Nacht habe ich immer meine Ruhe und kann mich hier in mein Zimmer verschanzen und vorproduzieren oder schneiden, ohne dass mich irgendjemand auf den Sack geht oder stört oder sonstiges. Und das ist einfach wirklich mega, mega entspannsam. Finde ich echt, ich kann mich dann echt besser aufs Let's Play, also ich kann mich echt besser aufs Let's Play dann spezialisieren als am Tag. Und deswegen nehme ich auch mal die Hälfte der Videos, ob ihr es glaubt oder nicht, zumindest in den Ferien habe ich das jetzt gemacht, in der Nacht auf. Meistens nehme ich sowieso meine Videos über die Woche auf, weil ich in der Schulzeit keine Zeit bis kaum Zeit für Videos habe. Das schaffe ich jetzt nur noch, die hochzuladen. Deswegen, also die meisten Videos entstehen auch in der Nacht. Meistens sind es dann die Videos, die ein bisschen länger gehen. Also zum Beispiel die New Apocalypse Part habe ich fast immer in der Nacht aufgenommen. Keine Ahnung. Da muss man sich halt lange konzentrieren können und ja. Ne? Ist mir heute nochmal so aufgefallen, dass ich als ich die geguckt, nochmal geguckt habe, dass die halt wirklich echt verdammt lang waren. Die gingen ja zum Teil fast 40 Minuten lang. Also das wollte ich auch eigentlich gar nicht erreichen, aber die gingen dann echt teilweise 40 Minuten lang und das, ja. Ne? Manche finden gut, wenn ich lange Videos mache, manche finden es nicht so nice. Ich gehöre dazu, ich gucke auch eigentlich immer die kurzen und knackigen Videos. Aber irgendwie schaffe ich da nicht drauf zu achten, meine Videos kurz und knackig zu halten. Das ist einfach bei mir nicht möglich. Ich denke mal, ich kann es mir antrainieren. Ich versuche es mir auch schon anzutrainieren, aber es braucht seine Zeit. Genauso wie es auch beim Kommentieren war. Es braucht einfach seine Zeit, bis man seinen Kommentarstil drauf hat. Das ist einfach so, das ist menschlich. Auf jeden Fall, ne? Über die Nacht. Was kann ich denn nochmal über die Nacht so sagen? Also ich finde einfach, wie gesagt, die Nacht einfach total beruhigend. Und was ich auch sehr, 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 sehr gut an der Nacht finde, ist diese Stille, die es einfach in der Nacht, nur in der Nacht gibt. Also bei uns ist immer irgendwas los am Tag. Immer. Ich bin zwar Einzelkind, aber ich meine jetzt nicht im Haus, sondern draußen, weil wir wohnen hier quasi vor so einer richtigen breiten Spielstraße und da sind immer irgendwelche Kiddies, die irgendwie meinen müssen, sie müssen rumschreien. Ich habe da nichts gegen, ne? Ist ja ganz menschlich, aber ja, ganz menschlich, ne? Ganz menschlich. Aber nun ja, ich meine, die sind zum Teil echt so laut, dass mich das beim Mittagsschlaf manchmal, ich meine, manchmal schlafe ich auch mittags noch ein bisschen, wenn ich mega, mega müde bin, ne? Wenn ich mal so bis 6 Uhr versehentlich aufgeblieben bin oder so, bin ich auch mal mittags, hey. Ich denke mal, das ist auch ganz menschlich, wie oft ich das Wort menschlich gerade verwende. Das ist krass, ne? Dass die mich manchmal so hardcore stören, dass mir das so hardcore auf den Sack geht. Das ist einfach unglaublich, wie die hier rumschreien manchmal. Manchmal klettern die hier auch auf Gebäude oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das wirklich nicht mit der Nacht zu vergleichen. Die Nacht ist so still und ruhig und ich kann hier ganz, 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 ganz gemütlich meine Let's Plays aufnehmen. Ja, ich weiß, das mag jetzt so klingen, als hätte ich nur ein einziges Hobby und das stimmt aber überhaupt nicht. Also, das kann ich euch versichern, das ist nicht mein einziges Hobby, das Let's Play. Das ist, glaube ich, mein aufwendig, also es ist vom Zeitaufwand her das am meisten gewichtigte, das am meisten gewichtigte Hobby. Das kann man auf jeden Fall sagen, aber ne, so vom Umfang her auch. Also eigentlich ist YouTube doch sehr, sehr zeitaufwendig. Das ist mir auch so aufgefallen. Aber das ist auch mal ein anderes Thema für ein Mario Kart 8 Part. Wieso werde ich hier wieder so betrogen? Also ich würde jetzt ganz ehrlich, ich glaube, ich wurde
alle Rennen bisher nicht gut platziert. Ich habe es mir mal gemerkt. Muss ich jetzt kurz mal vom Thema abdriften, sehr kurz. Also ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich kommentiere, so viel deutlich schlechter fahre, als wenn ich jetzt nicht kommentieren würde. Unglaublich. Man merkt man manchmal, wie viel ich mich aufs Kommentieren konzentriere, als auf das Rennen, weil ne, kommentieren geht halt vor bei einem Let's Play. Vor allem, wenn es ums Kommentieren bei dem Video halt geht. Und deswegen muss die Konzentration leider hinten dran, zumindest beim Mario Kart 8 Part ist das meiner Meinung nach so. Und deswegen, keine Ahnung, ich muss halt wirklich versuchen, es ist echt gar nicht so leicht. Also egal, es ist nicht das Thema. Wie gesagt, ich wollte ja auch nur kurz abdriften. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei der Nacht. Was mich, glaube ich, am meisten bei der Nacht stört, ist halt die Dunkelheit, ne? Es ist nicht so, dass ich Angst im Dunkeln hätte, ne? Ne, die Zeiten sind vorbei, wieso fahre ich gerade zum zweiten Mal schon gegen diese dumme Mauer? Aber die Dunkelheit, ich mag halt einfach nicht irgendwie, wenn, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn ich hier im Dunkeln sitze, das ist einfach nicht so geil wie am Tag. Und das stört mich halt wirklich mega. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber ich glaube tatsächlich, dass ich mich einfach von Anfang an, keine Ahnung. Ich hatte nämlich mal eine Zeit lang als ganz kleines Kiddie, was auch richtig dumm war von mir, habe ich mal so Horrorfilme und alles mögliche Horrorzeugs, mir Mythen angeguckt, Videospielmythen und hast du nicht gesehen, sowas komplett irrsinnig Dummes. Und dann habe ich mich davor in der Nacht gegruselt und boah, das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen hängen geblieben bei mir. Also jetzt nicht mehr so ultra krass wie früher, aber manchmal denke ich halt noch, wenn draußen irgendwie das Licht angeht, die Straßenlaterne und ich das gerade irgendwie sehe und hier im Zimmer Licht aus ist, dann drehe ich mich erstmal nach hinten um. Aber ich erschrecke jetzt auch nicht mehr so mega davor. Also früher, als mich mein Freund mal richtig hart getrollt hatte, bin ich echt in Tränen ausgebrochen. Früher heißt übrigens nicht irgendwie 10, 11 oder so, das heißt irgendwie 7, 8 so, ja. Also es war wirklich, da war ich wirklich noch ganz, ganz klein. Da war ich noch in der Grundschule, also das war, wie lange war das jetzt schon her? 8 Jahre? 9? KP. Auf jeden Fall, das war richtig fatal. Und das bin ich aber selbst auch immer zur Erkenntnis gekommen. Horrorfilme, Mythen und so ein dummer Quatsch ist einfach kompletter Müll. Also, es gibt Fans, es gibt Leute, die stehen da drauf. Ich gehöre absolut nicht dazu. Ja. Ich drifte mega ab, ich weiß. Wobei eigentlich gehört das ja auch dazu zum Thema Nacht. Weil die Nacht ist eigentlich nicht wirklich so ein mega krass gutes Thema, aber ja. Juckt mich jetzt auch nicht so mega krass. Ja, das waren meine Gedanken zur Nacht. So, jetzt gibt es noch ein Rennen. Und ich habe jetzt tatsächlich kein Thema mehr. Ja, ich weiß nicht, ich könnte nochmal das Thema von der Nacht expandieren. Ich habe ja jetzt alle Notizen hier auf meinem Blatt, das vor mir liegt, abgearbeitet. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so schnell damit fertig sind, aber anscheinend. Wie gesagt, ich habe schon erwartet, dass das hier kürzer wird. Ich werde jetzt, Moment, was wollte ich jetzt nochmal machen? Genau, ich werde jetzt nochmal über, also, ne, genau das kann ich noch sagen. Also, wie ich überhaupt auf diese dumme Idee gekommen bin, Horrorfilme mir im Alter von 6 und 7 anzuschauen. Ach du Kacke, jetzt klingelt es gerade. Ach super. Ja, warte mal, ich werde ganz kurz einen Cut machen. Was geht auch nicht so gut, ne? Ah, Scheibenkleister. Das ist natürlich blöd bei einem Online-Race. Ja gut, wir sehen uns gleich in dem nächsten Rennen wieder. Okay, ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass es jetzt nicht lohnt, sich dafür nochmal ein neues Rennen anzufangen. Deswegen werde ich einfach mal jetzt gerade mal so noch ein bisschen reinlabern. Also wie gesagt, es war eigentlich ein Freund, der mich zu diesem Thema Horrorfilme quasi übergeleitet hat. Ich will ihn aber dafür überhaupt nicht blamen. Das macht keinen Sinn. Und ich werde auch nicht den Namen sagen von dem Freund. Das macht nämlich auch keinen Sinn. Aber nur mal so im Hintergrund nochmal. Und ja, Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch trotz diesem Manko jetzt dieses Video gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn alles glatt verläuft. Und wir sehen uns dann, hab ich schon gesagt, ich muss jetzt gleich mal eine Pause machen. Ich habe schon fast 6 Videos am Stück jetzt aufgenommen. Also dann, ciao.